So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Landluft hier in unserem Story-Projekt. Ihr seht schon, ich bin wieder am Hof zurück. Der Feuerwehreinsatz am Kieswerk war dann doch im Endeffekt ein Fehlalarm. Aber es war, muss ich sagen, doch mal spannend, damit auszurücken. Ich bin auch froh, dass es ein Fehlalarm war, weil ich ja doch keinen Plan von irgendwas habe. Aber mal schauen. Das sind dann doch recht nette Jungs. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Jetzt sind wir wieder zurückgefahren, umgezogen. Ich habe oben bei der Bäckerei noch das ganze Zeug einsortiert. Und habe jetzt dann den Hänger geschnappt. Ich bin hier runter. Und ich wollte jetzt gemeinsam mit euch mal den Unimog schnappen und den Hänger. Und mal zum Dave rüberfahren. Weil ich habe ja gesagt, ich würde dem Honig abkaufen. Vielleicht hat er ja ein, zwei Kistchen für mich übrig, dass ich den vielleicht auch für meine Gäste mit vermarkten kann. Und dann wäre das doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir fahren aber heute mal hier oben rum. Und ehrlich gesagt, lässt mir das Rätsel auch nicht wirklich so die Ruhe. Ich bin doch langsam ein bisschen neugierig, was das alles mit zu tun hat. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, das könnte die Steinbrücke unten am Wasserfall sein. Bei uns vom See aus runter. Und vielleicht hat Dave ja auch Lust und Zeit, dass wir da mal gemeinsam hinfahren und uns mal ein bisschen umgucken. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie, ja, das interessiert mich schon ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, was dabei rumkommt bei der ganzen Nummer. Ob es bloß eine Zeitverschwendung ist, aber ich würde es halt einfach mal probieren. Weil es ist dann so, seht ja selber, wir haben jetzt unser letztes Geld reingesteckt. Klar, wir können noch ein bisschen Geldreserven mobilisieren. Das Jahr fängt jetzt auch an, dass wir Geld erwirtschaften können. Aber wir haben dieses Jahr auch viel vor und es stand ja was drin mit Geld für deine Reise, wo ich immer noch nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Aber wir werden sehen. Schauen wir erstmal, ob Dave überhaupt zu Hause ist. Kann ja auch sein, dass er gar nicht da ist. Aber ich hoffe es auf jeden Fall mal. Ich glaube, die Biogasanlage ist gerade auch nicht in Betrieb, so wie es ausschaut. Wo fahren wir denn rein? Unseren altbekannten Weg hier hin? Ja, komm. Geht's hier überhaupt noch rein? Ja doch, da hat er bloß sein Vent hingestellt. Da ist ein bisschen weniger Platz aktuell. Hat auf jeden Fall gut Futter organisiert, so wie es ausschaut. Wow, ja, er hat schon gesagt, der Misthaufen ist voll, da ist schon Action. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir bleiben einfach mal hier vorne stehen. War ganz frech. Schauen wir mal, ob er da ist. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, also hoffen wir mal vor zu seinem Häuschen. Vielleicht ist er ja in seinem Haus. Auf jeden Fall der Audi ist da. Gut, das hat jetzt auch nichts zu sagen, gell? Warte mal. Klopfen mal hier vorne. Ja, aber sieht nicht so aus, als wäre er jetzt da. Vielleicht schläft er ja auch schon. Wir gucken, was hat er denn hier eigentlich? Wieder im Sortiment Eierlikör und Joghurt? Hat er so einen kleinen Hofladen, aber der ist anscheinend gerade geschlossen. Das ist echt nicht.
Da hinten, da ist doch einer auf dem Feld unterwegs. Komm ich denn da hin am Blödsinn? Ach, der ist auf der, der schleppt, ist am Wiese schleppen. Ja, erlebbar. Dave? Ja. Hi, servus. Servus. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nee, ich wollte jetzt eigentlich gerade noch das Feld fertig machen und dann wollte ich eigentlich heute ja einmal ein bisschen niederlegen. Ah, aber ich wollte das gerade noch vorbeikommen und dachte, am Abend schaue ich mal schnell her. Wollte fragen, ob du ein, zwei Kistchen Honig für mich hättest. Ja, habe ich da. Und ich hätte da noch so ein Anliegen. Ich habe mir überlegt, wegen dem Rätsel. Mhm. Ich bin doch ein bisschen neugierig und wollte fragen, ob du eventuell Lust hast, mit mir da heute noch hinzufahren an die Steinbrücke. Warte mal, ich steig mal aus. Um zu gucken, ob da was dran ist oder nicht. So, Lust hätte ich auf jeden Fall. Weil ich dachte mir so, wenn schon, dann eher abends, wo wenig Leute unterwegs sind. Erstens das und am besten so, dass es halt auch keiner mitkriegt. Naja. Weil wenn du natürlich dann so einen wundervollen Reichtum findest... Ja, bin ich zwar noch nicht so ganz überzeugt von, aber... Und wenn es nur 5000 sind, weißt du? Ja, klar, das schon, aber... Ich sag mal, ich bin ja so selbst über einen Euro froh. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob da wirklich was dran ist. Und vor allem, es heißt ja Rätsel 1. Wer weiß, wie viele Rätsel da noch kommen. Ja, das mag alles sein. Oder ob es halt wirklich nur eine Verarsche ist, aber... Das glaube ich nicht. Ich dachte mir halt einfach, du hast mir das Ding gebracht, du hast es gefunden und dann... würde ich dich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen. Ja, weil ganz ehrlich, wer macht sich denn die Mühe, sowas in Strohbein zu packen? Ein Bein, der komprimiert wird, weißt du? Naja, klar, hast du auch wieder recht. Naja gut, das ist eine Sache schon... Da habe ich doch auch eher die Angst, dass das Ding kaputt geht. Also muss das schon einer gemacht haben, der wirklich die Ahnung davon hat, wie das funktioniert und der sich da Gedanken drum gemacht haben muss. Und für einen Streich mache ich mir jetzt solche Gedanken. Ja, das stimmt schon. Du weißt halt auch noch nicht, wie lange ist jetzt das wirklich so da drin und... Na gut, ist aber... ja schon ein Stück weit vergilbt. Es kann schon was dran sein an der ganzen Nummer, aber ich weiß halt immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ja. Und deswegen bin ich doch so ein bisschen neugierig, was da rauskommt bei der Nummer. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt war ganz nice. Ist das jetzt ein neuer Traktor hier? Ja, ja. Der hat nicht wirklich viel mehr PS, ich glaube 30, 35 PS mehr. Aber im gepflegten Zustand, oder? Ja, das ist vor allem. Also das, oh, die Turbo-Variante. Ja gut, der andere ist ja Automatik. Oh. Ist schon schick, also. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, die Wiesenschleppe habe ich mir geholt. Aha. Die ist aus Oberbayern und der Flug, der wartet halt auch auf sich. Und da ist mir aber auch aufgefallen, die ist groß für die Maschine. Ja. Also, ich brauche für den Flug laut Katalog, der mir da zugesendet wurde, so circa 120 PS, 220 PS. Naja gut, also wenn du da mit dem Flug einen Traktor brauchst, dann sagst du halt Bescheid. Ja. Dann nimmst du halt bei mir den großen, der hat ja 250. Ja, wenn das so möglich ist, ja schon gut. Ja, klar. Aber die wollen halt auch erst Bares vor Wahres hin, ne? Naja gut, das ist ja fast immer das gleiche Spiel. Immer erst die Kohle, sonst kriegst du nichts. Dementsprechend muss ich jetzt halt echt gucken, dass ich alles beikriege. Ja. Aber es sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Du bist ja schon mitten dabei mit der ganzen Nummer. Ja. Ich habe auch schon alles einmal gegölt, habe das jetzt untergeschleppt. Okay. Ja. Hab vorher erstmal da drüben an dem kleinen Elder probiert, wie es funktioniert. Wie ist denn das eigentlich? Ich habe so letztes Mal so Brief drin gehabt bei mir im Briefkasten. Ja. Bodenproben, da ist anscheinend jetzt ein neues Unternehmen im Dorf, wo dir Bodenproben abnimmt. Schon genommen. Für Ertragserforschung und. Und wenn du da schon Erfahrung hast, war das jetzt teuer oder bringt das auch was? Ich sag mal so, dafür, was du wahrscheinlich rauskriegst, ist es das schon wert. Ja, wo das kann ich dir sagen. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir da mal Proben ziehen lasse bei mir oben.
Und dann vielleicht darauf aufbauen, wenn es heißt, ja, du brauchst ein bisschen Nährstoffe hier, ein bisschen da. Kannst du Ja, doch ein ich habe bisschen gezielter drauf jetzt. wirken als einfach nur drauf. Ich weiß nicht, ob du das bei mir auf der Karte sehen kannst. Muss ich mal kurz gucken, warte, lass mich mal mit reinschauen. Da. Ach ja, die Parzellenkarte. Ja. Dann sind wir ja hier oben. Bei pH-Wert zum Beispiel bin ich relativ beim grünen Bereich. Da bin ich Ja, schon recht gut dabei. das sehe ich hier unten Stickstoff gerade. macht mir halt echt Gedanken. Ja, das ist. Weil da bin ich teilweise nur im roten bis gelben angeschnitten. Du meinst, Stickstoff ist gut, ja, pH ist Ja, schlecht. gut, Ertrag bin ich schon relativ im grünen Bereich jeweils. Ich weiß ja nicht, wie ist denn das mit Kalken? Hast du da schon mal drüber nachgedacht, deine Wiese mal durchzukalken? Bekalkt sind die ja alle, das ist ja nicht das Problem. Das passt ja alles beim Kalk. Das muss ich dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder machen. Ja gut, das kann natürlich sein, dass der Boden jetzt einfach nicht zu viel aufnehmen kann aktuell. Eben. Einfach mal Deswegen dachte ausprobieren. ich, fahre ich einmal durch. Ja, muss man mal probieren. Ich schreibe mir das dann auf jeden Fall auch mal auf. Guck, ob das, wie sich das, ob Ja, sich bei mir steigert waren oder es die nicht. Zapfe. Alle vier Felder waren es 2.500. Naja, okay, das ist ja noch Das ist ja, machbar. wenn du überlegst, was dabei rauskommt, im Endeffekt hast du es locker drin. Da muss ich da morgen mal anrufen. Ja. Weil ich sag mal so, wenn es die nächsten ein, zwei Tage passt, dann würde ich bei mir drüben erstmal noch einmal mähen. Dann Ja, auf jeden Fall. lasse ich mal Bodenproben nehmen und dann kann ich es ja schon mal aufs Jahr gesehen, so mal so ein bisschen einschätzen, ob es was bringt oder nicht. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt hier mit der Schleppe drüber gearbeitet. Kannst halt jetzt hier erstmal nichts mähen, ne? Naja, klar. Aber. Aber dafür, dass du fast das Doppelte an Ertrag rauskriegst. Wollte ich gerade sagen, aber durch die Schleppe wird es ja noch ein bisschen angereichert, das Ganze. Und Eben, dann und kriegst dann du doch noch ein durch die bisschen Kühe, die ich da saftigeres drüber Gras. geschleppt habe und alles. Naja. Das, also, naja. Das muss man eigentlich alles immer mal so vergleichen. Ganz normal, konventionell wachsen lassen, mähen oder ein bisschen was machen, ob sich's wirklich rentiert. Ich sag dir ganz ehrlich, die Schleppe, du verbrauchst eigentlich keinen Dünger oder irgendwas. Ja, Sondern gut. einfach nur den reinen Diesel. Ja, das möchte ich ja auch so machen, dass ich nicht unbedingt hier Herbizide und Dünger einsetze. Ja, also von daher, das passt schon. Und das bisschen, also ich habe jetzt mein komplettes Kühllager einmal leer gepumpt. Ich habe jetzt wirklich fast nichts mehr drin. Ja gut, der Boden nimmt halt auch gut was auf, gell? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich bin da schon relativ gut dabei gewesen. Aber ich glaube, wenn du da jetzt auch jedes Jahr dran bleibst an der Sache, Jeden Fall, klar. dann ist es ja auch nicht mehr so viel, was du jedes Jahr brauchst. Ja, klar. Okay. Ich will jetzt fast sagen, dann wollen wir ein paar Honigpaletten aufladen. Jo, ich stehe vorne bei dir im Hof an deinen drei elektrischen Rolltoren wieder. Achso, ja, an den guten. Neben deinem Audi, ja. Hey, bei dir sind ein bisschen Rehe unterwegs. Ach ja, die ganze Zeit schon. Ja. Oh, muss man da drüber springen? Oh, ich will meinen alten Knochen. Eieiei. Unsportlich wie Wie immer halt. die Axt im Wald hier. Dann mache ich schon mal meinen Hänger auf, oder? Ja, ich muss da vorne eh noch mal kurz durch, weil ich da meine Gabel hab. Das passt, das passt. Hättest natürlich auch direkt neben die Honigpaletten parken können. Ich weiß ja nicht, wo die bei dir stehen aktuell. Hinten, wenn du auf am Silo vorbei an zur BGA reinfährst. Okay, warte mal, dann fahre ich doch ein Stück mal entgegen. Ja, dann muss ich nämlich da nicht da hier die Kilometer rumschrubben. Aber jetzt fährst du mir hinterher. Ich fahr jetzt mal schnell über die Wiese drüber. Ja, oder wenn ich dir helfen darf, dann mache ich das einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir mit Mist aussieht, ob du damit düngen willst jetzt oder. Ja, ich habe jetzt noch nicht so genau geguckt, was jetzt mit meinem Miststreuer, ob da noch alles so in Ordnung ist oder ob das wirklich bloß die Bordwand oben ist oder ob es noch mehr verzogen hat. Ich hoffe mal Ja. nicht. Mal gucken. Das kann ich dir jetzt so auswendig nicht sagen. Also so wie es. Achtung! Also wenn es geht, ich die zwei ganze Paletten mitnehmen. Ja, alles gut. Die erste schon unten. Ich War glaube, auch eher schlecht als recht, aber da freuen sich, glaube ich, meine Gäste auch drüber, wenn sie ein über bisschen frischer Honig. Honig kriegen, ja.
Ja. Ich sag mal, so ein bisschen aus der Region ist halt doch besser zu vermarkten, als wenn du irgendwas aus dem Supermarkt kaufst. Ja, auf jeden Fall. Probieren mal aus, ganz ehrlich. Ich gebe dir jetzt so mit, probier es aus. Ja, aber ich sag, wenn jetzt dann das Brot noch kommt. Ja, klar. Da bin ich ja auch schon so gut wie dran. Gut, ich muss noch ein paar Sachen noch mal nachkaufen. Ich habe nur ein bisschen ein paar Sachen vergessen, was ich gesehen habe. Ja. Aber wenn da mal das Backen angeht, probiere ich mich auch mal aus. Und dann denke ich, sind da die Gäste schon zufrieden. Und wenn es gut anläuft, kann ich ja dir auch ein bisschen was bringen. Ja. Hier los denn? Soll ich da irgendwie mal ein bisschen dagegen halten? Nee, nee, nee. Ich muss hier gerade was anderes. Gabel vorne ein bisschen, kannst du ein bisschen runtergehen? Mit der Spitze? Ich habe jetzt hier schon alles, was geht. Okay. Irgendwie. Vielleicht stimmt die Gabel auch einfach nicht. Oh ja, das sieht schon aus, dass die so ein bisschen am Aushängen ist. Die hat unten ein bisschen zu viel Spiel. Ja, wenn du jetzt mal rauskommst, siehst du, dass wie die runterhängt. Die bleibt, ja. Die bleibt nicht am Rahmen. Da muss ich mir was anderes mal holen. Jetzt ging's doch. So. Aber deine BGA, ist die ja nicht gerade im Betrieb oder hast du da gerade eher Stillstand? Ja, ja, die läuft ja. Also ich würde ja mein komplettes System hier gespeist und alles. Also ich hole mir ja nichts von dem örtlichen Betreiber. Achso, du versorgst quasi dein ganzes Grundstück damit. Ja. Weil ich gesagt habe, was will ich da jetzt beim örtlichen Betreiber, wenn ich doch sowieso eine hier stehen habe. Naja, klar. Solange du die Materialien dafür hast zum Befüllen. Ja, ja, die habe ich ja. Das hatte ich ja alles und dann waren am Hof. War ja nicht das Problem. Ich muss ja auch mal schauen, wie das jetzt bei mir läuft. Mit dem neuen Bunkersilo, was da reingeht, was ich überhaupt runterkriege von meinem Gras. Ja. Das ist jetzt ja alles ist erstmal Erfahrungswerte, was ich da sammeln muss. Ob ich da mit Heu und allem über die Runden komme, was bei mir passiert, oder ob ich zukaufen also muss. Diese Wiese hier mal runterruppen und alle anderen werde ich einmal unterruppen. Das war ja eigentlich jetzt nur die eine Wiese da hier am Hof, wo ich gesagt habe, die will ich einmal einmal düngen und durchschleppen oder was? Genau. Und bei den anderen einfach nur einmal düngen. Mal gucken, was bei rumkommt. Jo, perfekt. Ja. Hier, du, mit was soll ich denn dann zu dir nach oben kommen? Ich weiß nicht, hast du was Geländegängiges? Wo man. Ich hätte meinen Lindner Unitrag. Mein Lindtrag. Aber ich glaube, bei mir ist das Schloss nämlich noch kaputt auf meiner Seite. Ja, bei mir müsste es gehen. Dass wir da vielleicht zu zweit fahren, wo wir halt auch ein bisschen ins Gelände können. Ja, auf jeden Fall, dann komme ich mit damit gleich hoch. Jo, weil dann fahre ich jetzt auch schon mal langsam voraus. Jo, bis gleich. Und dann treffen wir uns bei mir oben im Hof. Jo, bis gleich. Das hat ja gut geklappt, also ich muss auf jeden Fall nachher Dave noch fragen, was er für den Honig eigentlich kriegt. Und nicht, dass er mir den wieder umsonst gibt, das ist auch... Auch nicht so meine Art, dass wir immer alles umsonst hier mitkriegen. Aber es ist schon schön, muss ich sagen, auch hier unten. Und dann fahren wir jetzt erstmal hoch und dann bin ich gespannt, was wir da finden werden. Also langsam jetzt wäre ich doch nervös. Umso eher es da Richtung bis Fresles geht. Ich bin auch wieder gespannt, wenn hier wieder die Saison losgeht, wenn hier wieder der Verkehr und alles kommt. Da ist hier nicht mehr so schön mit durchfahren, da ist hier wieder die Hölle los. Aber da müssen wir auch noch einiges machen. Parkflächen mal ein bisschen ausweisen bei unserem Hof oben. Dass die Gäste mal wissen, wo sie hinstehen dürfen. Wir müssen ja eh den Platz oder den Hof ein bisschen versiegeln, bzw. pflastern, betonieren, asphaltieren, da ist alles noch ein bisschen offen, da sind wir gerade im Gespräch. Das soll auch noch
jetzt Februar, Anfang März passieren. Kommt halt auf die Witterung auch drauf an. Aber ich denke, das werden wir auch hinkriegen, weil hier vorne ist ja schon soweit alles betoniert. So, dann bauen wir aber den Hänger jetzt mal hier ein bisschen zurück. Dann können wir nämlich hier auch den Honig dann gleich ausladen. So. Das passt schon so. Hey, hab ich mein Licht noch an? Oh ja. Oh, oh. Ist ja Schalter hier immer. Hey. Hängt die auch so bei dir? Was? Hängt der bei dir auch so? Ja, der ist immer ein bisschen bescheuert. Da denkst du, der ist schon aus und dann fehlt doch noch eine kleine Stellung. Ja, ja. Ah, dann steige ich mal ein bei dir. Ja. Fahren wir da mal hoch. Ich bin echt langsam ein bisschen nervös. Ich sag mal so, was soll denn genau jetzt so groß passieren? Ich weiß ja nicht. Am Ende ist ja da oben irgendwo einer, weil du hast schon gesagt, dich beobachtet einer. Das geht mir seitdem auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, also ich sag mal so, ich... Nicht, dass der damit was zu tun hat. Zeit vorhin gesehen hast. Ich versuche eigentlich so rund um die komplette Umgebung zu beobachten. Ja, das ist mir halt auch im Kopf geblieben, weißt du, weil nicht, dass der da was mit zu tun hat, dass der da irgendwas macht, uns da irgendwo hinlocken will und weiß ja auch nicht. Naja, das kann auch sein, ja. Ist auch ein bisschen koscher. Ich bin ja froh, dass ich den so noch nie gesehen habe, den schwarzen Pickup. Aber das ist ja nicht nur ein Pickup. Was ist das? Ist ja auch mal ein Audi mit einem echt, also mit so einem Emblem. Emblem? Was für ein Emblem? Ein Emblem, ja, so einem Leuchtturm mit schwarzem Ring einmal. Hey. Das ist so ein... Ich kann es ja auch nicht sagen. Mehr habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Habe auch hier von irgendeinem Chasey Beamer rumjagen sehen. So Himmel. Das ist ja auch schon so eine Oha. Ja, ja. Aufpassen, gell? Hier ist ja schon ein bisschen steil. Du weißt ja, das ist ja doch mein Weg, also bitte nicht kaputt machen. Ich passe schon auf. Das passt schon. Ab da unten kannst du es kaputt machen, da gehört es gemeint. Das ist mir egal. Hier war der Parkplatz nicht dir? Normalerweise nein, normal nur der Wanderweg nach oben. Wir haben zwar das Stellrecht da von den... Für die Gäste quasi, die Wandersleute. Aber gehören tut er der Gemeinde, die musste pflegen. Ja, das wäre das Ding hier. Ja, das ist die Steinbrücke. Warte mal, lass uns mal aussteigen hier. Ja, genau, das ist mir auch gerade. Ich sag mal, hier ist ja auch das mit aus dem Fels, wo es runterläuft. Ja. Und hier ist ja auch die gemauerte Brücke. Ja. Hier ist halt auch ein bisschen glitschig, aber jetzt will ich jetzt einmal da runter gehen, aber... Hier ist doch was, hier ist doch... Warte mal, ich geh mal hier runter. Hier ist doch diese gelbe Geldkassette. Was, du meinst das da unten im Wasser oder was? Ja. Ja, aber... Warte mal. Moment. Hopp. Du meinst das Teil da hier? Ja, 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 ja. Soll ich das mal nehmen? Hm. Ach du meine Güte. Was denn? Da ist schon wieder ein Zettel drin und... Oha. Geld? Da ist Bargeld drin. Was ist denn drin? Hast du schon mal so... Hast du schon so, so grob geschätzt würde ich mal sagen, sind das 10.000. Aber jetzt warte mal, also das ist schon so ein, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Aber jetzt erstmal den Zettel aufhalten. Ja. Yeah. Das ist jetzt mal erstmal viel interessanter. Ja, auf jeden Fall. Rätsel 2. In der Mitte des Dorfes, wo Sigis Spelunke steht. Vom Einkaufswagen aus kannst du den Biergarten sehen. Grüße an Alois. Wer ist ein Alois? Der Name ist bei uns in der Familie gefallen, aber wer das genau ist, weiß ich nicht. Das ist Diggi Spelunke, das wird wahrscheinlich die Kneipe im Dorf sein. Aber der Einkaufswagen? Warte mal, Einkaufswagen. Das könnte der... Könnte der Einkaufsdorf sein?
Also der Laden Ja, unten. dieses. Wie heißt das? Ledli? Oder Ja, ich Lidl? glaube, ich glaube, der Lady ist es. Lass mal hochgehen, ne, dass hier noch mehrere da so Füße kriegen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber sonst. Also, ich weiß auch nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon Ein Brett. ein starkes Stück und vor allem, da ist jetzt wirklich Bargeld drin gewesen. Ja. Also, Er hat's ja gut, er hat's ja auch angekündigt. ja, aber Die Mark kommt noch das Geld. jetzt überleg mal, das liegt da unten eigentlich so nicht wirklich versteckt, sagen wir. Ja, klar, wenn jetzt hier so die Kinder so hier rumtollen, die können das ja auch finden. Das ist ja die Frage. Liegt es jetzt da schon eine Weile vom Brief, wenn du es so anschaust? Ja. Ja. Aber wer Oder uns jemand weiß, beobachtet. ja, das ist so das Nächste. Und vor allem, es gibt ja jetzt hier genug Sachen, wo man uns beobachten könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber, hey, ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich glaube, lass uns mal hochfahren Ja. zu unserer Wirtschaft, dann trinken wir noch ein Bierchen, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil das muss ich schon mal erstmal ein bisschen sacken lassen. Nicht nur du. Weil das hätte ich jetzt am allerwenigsten erwartet. Ja, hast du vielleicht ein Safe daheim oder sowas? Ja, im Büro ist ein kleiner Safe drin. Dann würde ich das Geld da einfach erstmal reinlegen. Ich glaube auch mal ganz ehrlich, Ja. ich werde da alles erstmal reinlegen. Ja. Auch die Rätsel und so, weil nicht, dass mal Nicht. irgendwas passiert und dann heißt, wo ist das her und bla und blub. Und nicht, dass es dann irgendwie vielleicht mal doch für die Polizei gebraucht wird. Ja, eben, deswegen sage ich ja, ich will es jetzt auch nicht unbedingt ausgeben. Das würde ich jetzt einfach erstmal Ja. alles schön zusammenpacken. Ja. Weiß ja nie, was kommt. Lieber ein bisschen vorsichtiger, Ja. als wenn du danach die, weiß schon, die Scheiße. Jagdradar hast. Ja, genau. Das ist nicht so geil, aber irgendwie. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber Alois, weil du gesagt hast, es ist in der Familie gefallen. Weißt du, welchen Bezug hin? Zu den Höfen auf jeden Fall. War Ich das glaube, das aber war Alois sogar einer der der. Brüder oder? Ich glaube, das war sogar der Bruder, dem dein Hof gehört hat. Okay. Aber ich weiß nicht, ob. In was für ein Bezug das jetzt genau War war. einfach da oben. Bleib da oben stehen. Dann können wir gleich noch ein Bier rausnehmen. Ja, stimmt. Weil ich. Für mich hat sich das so angehört. Ja, für mich hat sich das so angehört. Zwar klar mit Grüße an Alois. Aber insofern, dass das von diesem Alois kommt. Ja, schon irgendwie, ja. Es hört sich schon irgendwie ein bisschen komisch an. Dass er halt zu mehr oder weniger sagt, ja, von mir alles Gute und der Art. Und dass irgendeinem was sagen soll. Das klingt schon ein bisschen komisch. Warte, ich hole mal schnell mal zwei Ja. Bierchen raus, weil ich glaube, meine Mutter, die schläft schon. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt noch wecken. Ja. Hier schnell auf. Holen wir schnell raus. Da weiß ja, die ältere Damen, die sind früh im Bett. Ja, klar. So, hier kriegst du ein Bierchen von mir. Danke. Aber da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht, muss ich wirklich sagen. Und Mist, ich habe jetzt gerade echt Gänsehaut. Ja, nicht nur du, also das ist schon ein bisschen spooky, die ganze Nummer. Nicht nur das. Und ich sag mal, jetzt, es wird ja nicht gerade weniger. Grüße Alois an der Bar unten im Dorf. Ja. Vor allem, wer ist Siggi? Ich sag mal so, ihn kennt keiner von uns beiden. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich sag mal, ich weiß zwar, dass eine Kneipe unten im Dorf ist, aber ich wusste nicht, Sigis Kneipe oder wer auch immer und. Ja, also. Das ist schon interessant. Ja, ich sag mal so, ich hätte es mir auch denken können. Wie meinst du, du hättest dir denken können? Dass irgendwas mit dieser Kneipe ist, ich weiß es nicht, also kann es nicht erklären. Als also dieses Weihnachtsfest da unten war, Ja. ich musste immer in die Richtung von dir davon gucken. Okay. Diese Kneipe hatte irgendwas an sich. Also, ich glaube, sie nicht gesehen, aber irgendwie jedes Mal musste ich darüber gucken. Als hätte ich die gesehen, aber sonst auch nichts. Bin ich mal gespannt, also da. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall mal hinfahren. Ja. Aber ich glaube heute zu der Abendstunde dann doch nicht mehr unbedingt. Nee, eher morgen. Ja, das würde Morgen ich oder dann vielleicht doch übermorgen. eher mal ein bisschen am helleren Tag machen, weil
sag mal, wenn wir wirklich beobachtet werden, ja, dann sollten wir da ein bisschen vorsichtig sein und dem nicht unbedingt so viele Möglichkeiten geben, dass er uns wirklich die ganze Zeit beobachten kann. Ja, klar, auf jeden Fall, aber... Das ganze Rätselzeug macht mich komplett paranoid. Ja, mich auch. Mich auch. Das ist echt... Nee, aber das würde ich sagen, ganz ehrlich. Erst du mich dann noch nach vorne, dann packe ich das Zeug in den Safe rein. Ja. Und dann gehen wir erstmal... Beide hauen wir uns aufs Ohr. Ja, gemütlich erstmal schlafen. Lassen wir das mal sacken, das ganze Ding, und dann... Schauen wir mal die Tage weiter, würde ich sagen. Ja. Meine lieben Zuschauer, das ist für uns heute auch das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Fiebert auch genauso mit wie ich. Ich sag mal so, für mich ist das alles Neuland. Nicht nur für dich. Ich habe nicht ganz, ich habe zwar alles geschrieben, aber auch für mich ist es zum Teil doch unerwartet gekommen. Ja, das wird noch spannend für alle Seiten, glaube ich. Ja. Und dann will ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schaut auch gerne bei Rick bei VB Gaming vorbei und auch ganz gerne nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.